Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Dawn of Defiance. Min. Void. Hallo. Muss ich mal kurz nachdenken, nämlich die Witcher Void. Schreibt nochmal nachdenken kurz, halbe Sekunde. Ja, passt, der Name. Sehr gut. Der wäre bis jetzt immer Terror geschrien in Asuka. Ja. Also, ich muss mich immer daran gewöhnen. So, also wir sind jetzt beide besser ausgestattet. Ich bin jetzt unter die lila Glühwürmchen gegangen. Ich habe jetzt alles einfach hergestellt auf Ambrosia, inklusive die Waffen, Axt, alles einfach. Das sollte jetzt eigentlich top High-End Gear sein. Wir craften hier brav weiter Eisen, sind schon wieder 6-7 Bahnen fertig. Da kann der Void dann auch gleich sein Gear upgraden. Aha. Das sollte. Eigentlich. Stahlbahn musste man da herstellen. So, Void? Ich hab jetzt eine 13 Stahlbahn gemacht. Du kannst zu der Bank dort hingehen, die noch gar irgendein Rüstungsteil craften. Auf Ambrosia, Vollgas. Weil du brauchst 13 für irgendwas, kannst du den Kopf oder Brust oder irgend sowas. Die Brust bringt dir gleich 850, wenn du es wirklich nimmst. Irgendwas oder wo du was Schlechtes hast. Sollte jetzt mal wieder rein. Die 13 müssten drin sein für das Stärkste. Dann hast du ja, bevor wir losgehen, ein Teil noch Vollgas durch abgegradet. Oder nimm die Waffen. Die Waffen ist auch geil. Statt 40 macht es jetzt 180 Schaden, die Nahkampfwaffen. Das ist ja Sprung von, warte, Faktor 4, 5, 6? Und? Hast du dich entschieden? Was leuchtet? Wer leuchtet? Gute Wahl, schaut gut aus. So, düsen wir? Oder willst du noch was herstellen? Haben wir noch genug für noch was? Geht noch was? Oder noch eins? Na, gell? Na. Na, wir hätten. Na, du. Geht sie genau noch aus. Na, dann macht ihr noch, weil drei Stahlbahnen sind schon wieder da. Ich fülle noch mal geschwind den Ofen, nehme ich an. Damit wir zurückkommen, wenigstens die 10 fertig sind. Füllen nur beide Öfen an da. Das ist Copper. Da rein. Iron. Übrigens bin ich ein Vollidiot, ja. Ich hab da gestern erzählt, ich habe probiert, das zu schmelzen, das Gold, und bring das nicht hin. Heute nehme ich Gold ins Inventar, gehe hin und kann schmelzen. Also entweder habe ich noch im Inventar Iron, wenn ich Iron mit habe, zeigt es mir immer Iron vorher auch, weil es niedriger ist anscheinend. Oder will das niedrigere, ich weiß es nicht, weil bei Kupfer zeigt es mir auch Tin auch, wenn es beides drin ist, weil die Anzeige so blöd ist. Er könnte da ja oben sagen, was im Inventar habe. Nein, du musst alles rausräumen, was du nicht wüsst, weil er nimmt uns immer das eine einfach, ne? Und umschalten geht nicht. Und anscheinend habe ich damals, wie ich es probiert habe, noch irgendwas im Inventar gehabt. Oder weiß ich nicht, wieso ich das damals nicht gegangen ist, aber viel falsch machen kann man ja nicht. Da kannst du nur E drucken, ne? Na gut, dann düsen wir mal los. Ab in den Süden. Bin hier. Wow. Deppert, da geht der Wind. Hui. Bauen wir jetzt noch so Stümpfe mit Ancient Wood überhaupt mit oder war? Weil eigentlich haben wir genug. Da kommt ein Golem. So, aber jetzt mit dem neuen Schwert mitten. Wem greift das hier denn hier? 370. Okay, greift hier. Bist du? Weißt du, wenn wir gestern an dem gekämpft haben, an dem Silbernen? Ja. Was glaubst du, wie die Nicht-Silbernen jetzt eingängen, oder? Das war jetzt ein One-Hit, schau. Das ist alles One-Hit. Geil. Da gehen wir mal in den Süden. Schauen wir mal. Wir brauchen ja noch mal die Schreine und alles. Wir haben noch immer keine See irgendwas gefunden. Wir brauchen nur immer. Wieso geht da der Wind so arg? Aber schaut cool aus, gell? Bam, ja. Die Bäume sind Birnen. Das schaut schon richtig wie heftiger Sturm aus. Aber du hast das Gewitter am Berg oben noch nicht gesehen, glaube ich.
Nein. Das Gewitter am Berg, haben sie gescreenshottet und das Thumbnail. Guck mal, das ist richtig Walheim. Da blitzt die ganze Umgebung auf. Der Schrägen stürmt an dir vorbei. Die Blitze erhellen den Himmel, den Berg. Also bin ich da gestanden, im Gewitter eine Weile und hab mir richtig so gedacht, bist du deppert, das schaut ja urgeil aus. Und hab dann lauter Screenshots gemacht. Ah, das war richtig schön. Du kannst übrigens, wenn du ins Wasser fallst, du keine Ausdauer hast, sterben, gell? Ja, haben wir schon fast gedacht. Ich habe es nämlich auch gedacht, aber nie probiert. Einmal dann in einem kleinen See, so für Nichtschwimmer, habe ich dann einmal. Ich wollte nämlich auch schauen, ob da vielleicht unterirdisch irgendwas zum Ernten ist, aber... Kann aber auch nicht abtauchen, gell? Nein. Also ist es schon mal gut in dem Spiel, dass man nicht gleich stirbt. Es gibt ja Spiele, da stirbst du instant im Wasser. Das finde ich sowieso so dumm. Diese Survival-Games, die nur halb fertig sind, wo du praktisch, du gehst ins Wasser und stirbst eigentlich. Was war denn da letztens? Enshrouded. Das mit dem roten Zeug im Wasser, glaube ich, bist du auch gleich gestorben in Enshrouded, oder? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Oh ja, wenn die Ausdauer aus war, warst du ziemlich gleich tot. Grounded, das Survival-Spiel, das mit den Mikro-Leute. Wenn du Grounded ins Wasser gekommen bist und die Luft hast du 10 Sekunden, also hast 10 Luft gehabt am Anfang. Und wenn die 10 aus war, bei der 10 bist du, ist das Bild sofort dunkel geworden und du bist gestorben. Nicht so, dass du langsam stirbst und live verlierst und vielleicht noch schwimmen kannst ein paar Meter. Nein, die Luft war aus, Bild wird dunkel, Ende. Du wusstest, wie viel Life du gehabt hast. Das war ziemlich fies. Übrigens auch so ein Kandidat, was ich gerne mal im Multiplayer spielen würde. Das Spiel ist ein 1.0 Release, das soll ja gar nicht schlecht, sehr viel Content bieten. Small Land ähnlich. Düst du zu mir her dann? Ja, warst du da auf den Berg geschoben? Nein, ich war noch nicht so weit. Achso, das ist der Knochending. Ich habe gestern bei dem Knochending da aufgehört. Und im Knochending drin ist, glaube ich, irgendwas. Das habe ich mir nicht mehr angeschaut. Gegner sind hier. Gut. Gegner will ich jetzt nicht sagen. Nennen wir es Opfer. Der Typ, was dich umgebracht hat letztens, dieses rotleuchtende Viech. One-Hit. Das ist alles One-Hit. Ist da hinten irgendwas? Weil in die Richtung, wo du jetzt da kommen bist, war ich noch gar nicht. Na, aber vielleicht oben, wo die Banner sind. Hm? Schaut so. Oder das ist ein Hinweis darauf, dass es mir riesige Kreaturen gegeben hat hier. Aber das wäre schon cool da oben. Kann man irgendwie rauf? Ich glaube schon. Ich glaube auch mit dem Fliegen, da kommt man überall hin. Aussicht ist cool, rein tut hier nichts, aber einen Screenshot kann man hier machen. Einen schönen. Ja. So. Was die kleine Insel da drüben können, war ja auch noch nicht. Da gibt es ein paar kleine Inseln, gell? Sind die auf der Map verzeichnet? Ja, die sind wirklich da. Ja, uns fehlen auf jeden Fall noch zwei Schreine. 13 von 15. Entweder gehen wir jetzt nördlich oder wir fliegen mal zu den Inseln hin. Hm. Darfst du aussuchen, ist mir eigentlich egal. Ja, was ist denn da vorne noch? Also der Brunnen da. Den ja. Waren wir schon, genau. Und rechts davon, so ein Stück da, wo ich in die Richtung, wo ich schaue, wenn ich die Map aufmache, wäre genau nördlich. Da ist ganz viel freies Gelände, aber da muss irgendwo rechts von der Wüste, auf der ganzen Map, rechts von der Wüste, das Dunkle, die Berge. Da war ich noch nie. Da war ich noch nicht ein einziges Mal. Also da muss irgendwo nur die restlichen zwei Brunnen sein. Und wir können aber auf die Insel nochmal hinfliegen und dann nach Norden. Da kommen wir nämlich genau in das nicht erkundete Berggebiet. Und wenn es von der Weite irgendwo Lichter blinken, sich sagt Bescheid, dann den Brunnen sieht man meistens eh schon von weit weg irgendwo. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auf die Insel werden wir nicht viel finden. Oh, ich glaube auch nicht. Scheiße. Was dann? Ich habe vergessen, ich habe in der Luft immer noch die Flüge einfach ein bisschen Chaos da, wir haben stiert so, aber bin ins Wasser gefallen, da kann ich dann. Kann ich ja ertrinken dann. Scheiße. Ist ja was gegangen. Wie steppert, sind wir schon wieder 10 Minuten unterwegs? Wir schon wieder beide Buffs mit 10 Minuten angrenzt sind? Bist du wahnsinnig, das geht schnell.
Da, schau mal her. Baumfällen mit Ambrosia-Axt. Passt. Dauert aber gar nicht, ist gar nicht so viel schneller, weil er jedes Mal hinschlagen muss. Ne? Das macht er ja bei dir. Naja. Aber weißt du was? Gut, dass wir die Inseln anschauen. Wir brauchen See irgendwie. Irgendjemand hat gesagt, ein Typ im Internet hat gemeint, Muscheln. Das würde sich jetzt ja fast anbieten bei den Inseln da, gell? Das saufst du da eh nicht? Nein, nein. Die Bäume könnte man pappeln. Die Kupferpfeile brauchen Hartresin und das sind Hardwood-Bäume. Bei Harzen können wir es nicht, das ist nächste. Das ist eine der dummen Sachen in dem Spiel. Weil wir haben urviel Hardwood, wir brauchen es aber für fast nichts. Ja? Wir haben aber urviel Hardwood und wir können es halt einheizen. Das finde ich doof. Ich würde das also einheizen, wenigstens zum Kohlemeiler hätte ich es gern verwendet. Ne? Ja. Was? Kannst du sonst richtig staubsaugen, was ich da liegen lasse, gell? Ja. Ich will nur nämlich nicht die ganze Zeit E gedrückt halten. Und dieses Hämmern, ich habe das mal letztes probiert beim Gras sammeln, ja. Also was ist eine Weilung hämmerst, tut mir richtig die Finger weg. Wieso kannst du gedrückt halten? Ja, aber das ist aber viel langsamer. Das sammelt ja nur so alle halbe Minute einmal so einen Tick, gell? Tick. Ja. Ja, wenn du eh drüber, wenn jetzt eh drüber macht, jetzt, na, warte mal. Jetzt. So, wenn ich eh hämmer, so, dann geht das. Das geht, glaube ich, jede Zehntelsekunde. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ich klopfe einfach alles um, dann kann ich besser hin und her laufen, dann gehe ich durch und spiele Staubsauger. Und das wollte ich nur sagen, du kannst auch gern. Also, die liegen dann nicht aus einem gewissen Grund, weil die liegen nur da, weil jetzt 5 zum E-Druck. So. Hartresin. Ja, schon. Oder du mal. Nein, schau her. Alles, wenn du den Baum umfällst und einmal eh drückst, sammelt er schon alles ein, weil wir jetzt in die Büsche gegangen. Das, was du machst, wenn du jetzt eh drückst, sammelt er alles ein, das schon, ja. Aber die Büsche, die grünen nebenbei, die kannst du, wenn du eh drückst, hast, schau. Die stehen neben dir. So. Wenn ich jetzt eh drück, schau, die Büsche nehmen wir an. Gängen nur so im Sekundentakt weg. Aber alles ja. Aber den Baum, was du gefällt hast, der geht auf einmal weg. Das weiß ich. Aber ich wollte nicht drückt halt die ganze Zeit die Taste. So. Hast du recht. Bei dem normalen ist es wurscht. Geht wirklich nur um die Ding. Okay, ich fliege mal zur anderen Insel, weil ich glaube, wir haben jetzt genug Wut, was wir nicht brauchen können. Auf der vorderen Insel, da wo ich, die dritte, wo ich hinfliege, ist eine Kiste. Ja, wenigstens was. Ja, ist schade eigentlich. Gell? Also schon voll cool, dass da Inseln gemacht haben, aber irgendwie sind sie irgendwie sonst nutzlos. Ich glaube nämlich übrigens außerdem, dass man aus den Kisten die Rezepte kriegt, was der Typ verkauft. Kann auch sein. Manche davon habe ich gekriegt, Rezepte aus den Kisten. Da habe ich mal gewusst, hey, das habe ich bei dem Händler gelesen. Aber war nur Zufall, glaube ich, wäre jetzt wieder nicht. Mond geht das schon auch. Die da vorne ist zu weit weg. Na gut, dann zurück auf die vorige Insel, zurück ans Festland oder magst du nur irgendwas da farmen? Schaut so leibend, dass deine Füße so leicht, so cool. Wirklich leicht und ja, das ist ich so. Das gar nicht. Bei mir siehst du mein Lila nicht. Doch, aber deins leicht vorne, die Schienbeine leichten voll. Ja, du hast ja Schienbeine auch bei deinen, du hast die gleichen auch. Ja, bei mir sehe ich es gar nicht, dass das leicht. Ach so? Na, ich sehe das schon bei dir und bei mir auch. Okay. Ja.
meine, leichten, so normal lila, schillernd, neonmäßig halt, ne? Nicht das für ein Scheinwerfer. Hey, cool, Muscheln. Wo? Schmäh. Ja, aber ja. Wie er umtrat. Na, no, das Wasser, wirklich. Sackelficker. Ja, aber wenigstens, das ist, das nennt sich katzenartige Reflexe, ja? Ich höre was und komm schon wieder. Ich hab ja mit Vulture jetzt länger nicht mehr so viel gespielt wie jetzt. Ich habe vergessen, man darf ja mir nichts glauben. Jetzt muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Hilf mir, ich werde erschlagen. Ja, ja. Bumm, tot. Oh. Na, war mal ernsthaft. Wo sollen diese scheiß Muscheln sein? Wir waren überall auf der Map jetzt eigentlich, außer... Ja, außer auf dem Teil über uns da jetzt, dem... Ja, vielleicht ist das eh da. Also, sie heißen sie irgendwas, also... Irgendwer hat halt in einem Guide geschrieben, dann in einem Guide auf... Blub, blub, wie man die Apollo-Dinger aufkriegt, hat irgendwann auf Steam in einer Diskussion mit ihm geantwortet, ja, einmal mit Rituale, einmal musst Muscheln sammeln. Da habe ich das gelesen, also ich denke mal, dass das gemeint war. Na, ist er nicht. War echt interessant, wo die sind. Adi, wir haben noch was. Wir haben ja noch ein ganzes Gebiet, wo ich auch noch nie war, nämlich diese Releasen-Berglandschaft nach oben da. Vielleicht überrascht uns da irgendwas. Und dann, wenn nicht, dann werde ich nachdenklich. Aber das, was da steht, das steht ja eh meistens dabei. Ich bin ja nur zu blöd zum Lesen. Warte mal kurz. Ich habe schon. Ares, sein Ding können wir schon öffnen, sicher gerade. Poseidon, Seashells, das sind Muscheln. On a long forgotten shore. It is said that there are seashells which Poseidon favors greatly. Place these in the offering bowl to gain entry into the shrine. Stamina is a must to cross the divide of water. Eat wisely. Verstanden? Ja, rechts oben vielleicht die Insel. Das heißt irgendwo mit viel Ausdauer, wo man hinfliegen kann. Ja, rechts oben. Von der ja, da kommen wir jetzt, wenn wir jetzt am Weg nach oben sind, fliegen wir die Ranere Insel rechts einmal an und dann immer weiter nach Norden, dann kommen wir da eh hin, ne? Ja. Nur bleibt. Also da die jetzt so. Nein, das sucht sich auch gut an, weil es ist die auffälligste, größte Insel, die uns fehlt ja noch was. Nur muss einer an Land auch hier bleiben. Weil man, einer sollte am Land mal schauen wegen die Schreine. Fliegst du mal zu der Insel darüber, zu der kleinen? Ja. Dann flieg ich nur kurz einmal da zickzack, ob da irgendwo was aufleuchtet in diesem tiefen Wald hier. Da geht aber eh schon die Flugpower aus. Nein, der Saft war nicht mit mir. Und Scheiß. Möge der Saft mit dir sein. Okay, da herüben ist einmal so ein, nicht Schrein, aber so ein Apollo, nicht so, wie heißt das, ja, Labor auf irgendwas, diese Ruinen, Grabkammern, was weiß ich, wie das wirklich heißt. Aber irgendwie decke ich, glaube ich, ein bisschen wenig mit dem Gebiet auf, um da alles abzuschauen. Ach so, ja, da oben sind ja die Fragezeichen auf der Ding. Ja, stimmt. Oh, da sind ja Gegner. Ich muss sie schnell töten. Ist hier jetzt nur eine Kiste gerade? Was ist denn drin? Was? Alchemistenrezept für Frost Era. Ja, warte, dann komme ich vorbei, der hat mich. Außer wir, wenn es einer lernt, kriegt der andere auch, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Die waren stärker, die haben mit meinem stärksten Ancient Bogen relativ viel ausgehalten, die Säcke.
Eine Pommegranate will das haben. Hey Tribut, was ist eine Pommegranate? Warte, ich komm zu dir. Die heilige Handgranate. Holy Grenade. Wo sind die Worms? Wenn man sie braucht. Ah, ja. Aber was das gut ist, sie steht da herum auf der Spitze oben, ja? Und ja. Ich sehe bei dir drüben das Glitzern von der Kiste. Das zeigt mir nämlich, dass ich verdammt von der Weitsicht her es verdammt weit geht. Das heißt, ich kann wirklich den Wald von der Weite durchschauen. Relativ gut wahrscheinlich. Ich muss schon wieder essen und trinken. Bist du nicht da und la? Nein. Geht das vielleicht schnell? Na, da unten steht 10 Minuten. 10 Minuten wären auch nicht weniger, wenn ich kämpfe. Sind trotzdem 10 Minuten. Mayday, Mayday, wicked down, nein! Oh no! Ich glaube, das muss ich auch aufmachen, weil die Kiste ist für mich optisch ja noch geschlossen. Aber wenn du das Tor aufmachst, ne? Können wir ja beide looten. Ja. Ja, gut, ob's gut, meine Rezepte zählen für die auch. Also. Na, bei mir war jetzt noch Gold Coins drin. Ja. Ah, hast das Rezept du wahrscheinlich dann gekriegt. Und sehen wir in der Base. Weil bei dem Alchemietisch kannst du Feuer und Gift Arrows craften. Ich hoffe nur, dass man es braucht auch für Bossfights. Irgendwie dann. Mhm. Vielleicht kommt man wirklich dann nach die Schreine zu irgendwelchen Bossfights, wo da ein Feuerboss ist und ich brauche Frost Arrows oder so. Das wird dem ganzen Spiel ein bisschen mehr Tiefe verleihen, Kampftiefe verleihen. Weil bis jetzt reicht es eigentlich stupid, immer das Beste zu craften und die Materialien, die man hat. Unwurscht, was da drauf ist, weil man ist dann sowieso stark. Man merkt aber, dass es eine Unreal Engine ist. Wenn du ein Stück weiter weg bist und schwimmst, sicher die Bewegungen, so wie die ja schon. So. Das macht die Engine zwecks Leistungsoptimierung auf die Distanz des Lot. Und das macht es nämlich bei Satisfactory genauso. Die Maschinen, die weit weg sind, wirken richtig zuckig und wenn du halbwegs nahe rankommst, werden die Bewegungen flüssiger. Zwecks Leistungsoptimierung. Mhm. Das merkst du bei der Unreal Engine von der Weite, das erkennst du richtig gut. Ist jetzt aber nichts Schlimmes, weil ich schaue dir auch nicht auf 200 Meter immer nur, was du tust, also. Ah, nicht? Ja, ich versuch's, aber geht nicht. Augen zu schlecht, ich brauche eine Brille. Hast du eine Pommergranate, was immer das heißt? Nein. Ich stelle in der Beschreibung dabei, immer von den Quests. Wir könnten es lesen, aber ich bin lesefaul. Und ich kann kein Englisch. Ich lese einfach mal nicht. Das heißt, ich kann kein Englisch. Ich habe das vorher gerade vorgelesen und das verstanden, was ich gesagt habe. Ja, nach Bauchgefühl. Ei. Okay. Ja gut, aber das mag ich auch. Das ist immer so. Das schaut. Ja, und jetzt? Wo jetzt hin? Naja, gehen wir die Küste entlang und zu der einen Insel. Na, dann geh du an der Küste, ich geh ein bisschen im Landesinneren, weil nach links um mal schauen, das ist so brat, ich versuche immer noch, mir fehlen immer zwei Schreine. Oder nee. Das sind eh auf der Insel, aber das könnte eh auf der Insel auch sein, aber das sehen wir, wenn wir jetzt hingehen. Wenn wir dann hingehen, sehen wir ja eh, ob da. Kommen wir eh vorbei, aber nicht, müssen wir die große Insel dann nochmal auflegen. Wie geht's auf den höchsten Punkt da und heben mal ab? Da ist eine Kiste bei mir. Ich hebe ab. Mit Kebab. Das sind Gegner. Mitten im Wald sind da solche dämlichen Gegner. Wäre das die Möglichkeit, dass die nicht grundlos da sind? Und hier sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum sie da sind. Da ist nämlich nichts. So, ich mache jetzt einmal einen High-Flug. Ich fliege jetzt einmal kerzig gerade in die Höhe mit dem Walter, da sind wir was sicher rundum. Also die Wüste, auf der Map schaut das viel größer aus. Und wenn man wirklich da hochfliegt, die Wüste ist eigentlich gleich nebenan. Mhm. Weißt du, was das komisch ist, aber normal ist immer irgendwas Schillerndes irgendwo. So ein kleiner Schrein, so ein Schnelllaufding, das ist nix. Gar nichts. Das ist komplett leer irgendwie. Hast du schon irgendwas entdeckt? Nee. Blaubeeren.
Na, auf der einen Insel ist auf jeden Fall irgendeine so Art Ruine. Ruine oder so ein Haus, wo die Götter drin wohnen? Oder wirklich so eine, so eine warte, Ruine? Ich war im Kampf. Naja, das eine ist komplett geschlossen mit zugemachter Tür und das andere sind nur lose Säulen, ja, die rumstehen. Ich muss noch umfliegen. Also ich schau, ich schau gerade da. Ich heb ab. Dann komme ich schon zu dir. Ich sehe da nichts in dem Wald herin. Ich heb zwar ab, aber da blitzt nicht einmal durch die Bäume irgendwas vor. Das ist alles. Da ist irgendwie überhaupt nichts. Das ist was auf der kleinen Insel da drüben. Wo ja, du bist, das ist so ein, ja, so ein Gottesding. Das ist sicher von der Insel da herum. Ja. Weil es zu ist. Das sind zugemachte Hütten. Hast du gerade die Hermes-Dinger? Ja, ja. Ja, passt. Weil es bei mir auch gerade dazu gekommen. Ja, das sind Gegner, gell? Ja. Die sind manchmal gar nicht schwach, gell? Warum mache ich da keinen Schaden? Weil die nicht schwach sind. Ja, weil ich mache ihr überhaupt keinen Schaden, wenn ich zustich. Vielleicht ein Baum dazwischen. Bei mir war vorher ein Baum dazwischen, da hat kein Pfeil getroffen. Null Damage. Da waren aber nur Äste. Das ist ein bisschen ein Kollisionsfehler. Aber du kannst da warten, bis ich komme, weil die sind ein bisschen stärker. Ja, ja, ja. Ich sehe euch schon rein, aber von da herum werde ich kaum bis zu hier treffen. Oh ja, triff ich sogar, aber die triff ich nicht, weil sie sich bewegen. Ich komme jetzt Richtung dir. Ja, und ich komme auch gerade zurück. Boah. Die treffen, die treffen. Genau, Magnesiumpfeile. Da passt. Ich bin gar nicht da. Der auch nicht mehr. Ich geh mal lieber auf dem Schild, weil da ist sicher so ein Spooky dabei, oder? Waren das nur Soldaten? Ja. Spooky auch dabei? Da ist Spooky schon. Die zwei Soldaten sind hinüber. Okay. Der Vorwärtssprung mit dem Stechen, mit dem Speer, mit dem Schwert, der haut eine. Bist du deppert? Ja. Das war One-Hit. So, was brauchen wir hier? Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle Schreine dann schon. Braucht man da wieder, dass wir rein können? Locked. Na gut. Ja. Bei deinem, ja, Text. Was brauchst? Weiß ich nicht, steht nicht dabei, aber ich habe den Questlog jetzt noch nicht gelesen. Ich will noch mal zählen kurz. Also. Ich zähle einmal geschwind, wie viel wir schon haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist in der Hauptquest gestanden? 8. Ja, wir haben alle. Das sind auf jeden Fall mal alle. Von den Dingen, weil 1 von 8 haben wir geöffnet und. Und dann gehen wir da weiter. Jetzt müssen wir nur mal die zwei Schreine finden und die Muscheln einmal. Und dann können wir sich die restlichen Scheiße anschauen. Gibt's doch nicht. Fliegt so urhoch, sehr urweit, da glitzert gar nichts. Vor allem gibt es Kupfer. Können wir die mitnehmen, oder? Kupfer nehme ich die Pfeile immer, weil es günstig sind. Wir haben Stahlpfeile auch, aber die sind viel teurer. Und ich mache mit den Kupferpfeile auch 500 Schaden bei Kopftreffer. Das tötet so ziemlich alles. Hey, schau her. Was? Aha, die Pommerdinger, gell? Ja. Ich hab die. Ich bin ja ein Trottel, ich hab die vorher eh gesehen, aber ich hab mir gedacht, das ist nur Deko. Warte mal, was können denn die? Was sind denn die? Hä? Wie viel haben wir gebraucht? Ahne.
Ah, da, Pommer increased. Das ist aber cool. Ist das mal? Erhöht maximale Leben und maximale Stamina mit einem leichten Health-Regen. Ja. Das heißt, das Ding macht so ziemlich alles gerade. Das ist nämlich ein super Pendant zu dem Wolfsfleisch. Nur Wolf grillen ist anstrengend und das Wolf töten, das muss auch sein und die kann ich einfach ernten. Naja, wir könnten jetzt zurückgehen zu dem Pommer-Ding da und einfach mal das abgeben. Hätte ich auch gesagt, ja. Hat sie noch einen Planer, gell? Dann machen wir das mal. Wie viel braucht man da eigentlich? Ich glaube eine, zwei, warte mal. Nein, wir waren schon mehr. Sicher? Ja, ja. Bei Ares können wir die Türen übrigens auch schon öffnen. Ich weiß noch nicht mehr, wo Ares war. Auf der Map sagt er, wir sind da. 10. Hera. Na gut. 10. Na, Hera war eh auf der hinter uns auf der Insel, gell, ne? Boah, ich weiß gar nicht, ich hab nicht geschaut. Und die, was du entdeckt hast, oder das andere? Ich schau mal. Kommst du mit? Schaust du auf die Insel, oder was? Ja, kannst du mitkommen, aber wenn was drin ist, kannst du mit rein. Da war ja letztes Mal auch ein Kistel drin für uns. Achso, warte, ist das jetzt eh die mit den Bären zeigt da? Ich hoffe, dass das die wahrscheinlich war. Wird das der Granatapfel sein. Ja, deswegen gehe ich hin. Nein, ich meine die Frucht, die Übersetzung. Ja, ja, aber jetzt kommt man gerade nach, da sind wir jetzt falsch. Wir haben zwei ja heute schon entdeckt. Die eine war mit diesem Bomberding und da war gar nichts. Da, nein, da ist keine Opferschale. So, wo war der vorige, den wir entdeckt haben? Ja, beim Berg unten, viel weiter südlich. Na dann. Was soll's? Laufen wir halt einmal. Es macht gerade irgendwie Spaß, gell? Diese, ja, wer jedes mit was anderes aufgeht, diese sowieso eine Schnitzeljagd oder so. Immer noch irgendwas anderem suchen. Ja. Es ist schon mal besser als bei Spielen, wo dann alle 8 mit den gleichen Lösungen aufgehen. Ne? Wenn es 9 Medaillons, wie wir da braucht haben, einmal. Wenn ich bei alle 9 immer nur 9 Medaillons brauche, ist zwar, kommt zwar vor in Spielen, sowas ist aber fad irgendwie. Das ist jetzt schon witziger. Würde nur fliegen, wenn du skillen willst, übrigens. Tu ich eh. Okay. Weil da braucht beim Fliegen mehr Ausdauer. Also, wenn es schneller sein willst, ja, dann ja. Wenn du. Naja, aber doch, du wirst noch rumhupfen. Na, du brauchst der auf mich. Natürlich. Na, also. So. Ich bin auch heute auf Fischer rumgeflogen letztes. Immer nur am Stand. Du kannst nämlich am geilsten, da hast du nämlich viel Zeit da. Sonst einfach nur hergehst. So, schau. Warte mal. Aber in der Firma ja. Halt, in der Firma halt, aber nicht, ich hab vergessen, man gemacht, nur so. So, und dann tunkst du gar nichts. Es rennt so langsam ab, da schwebt du lang, da kannst du mal Kaffee holen gehen und das Mögliche machen. Und das gilt trotzdem. Oh, Gegner. Die waren aber jetzt schnell wieder da. Sehen wir jetzt einmal was? Ist jetzt mal hell? Voyager Centurio Cloak. Da, schau wie den E-Druck der Altar ist jetzt zerbröselt. Ja, er hat Respekt vor dir. Ja, war so wie die Erzvorkommen in What's Human, gell? Respektsvorkommen da. Ja. Na gut, was tun wir jetzt? Entweder gehen wir nach links runter und schauen, ob der rote Schrein, was mittig in der Wüste ist, der war den, was wir jetzt öffnen können, der Ares. Und nein, wenn, den haben wir schon geöffnet, deshalb ist er ja rot, oder nicht? Nein, die haben alle unterschiedliche Farben. Ich habe da blaue, schwarze, graue, alles mögliche. Okay. Und lila da oben. Nein, der ist nicht offen. Sie haben wir es zwei geöffnet, dann im Wald, in dem Dunkelwald. Und an jetzt den des zweiten. Und da unten wäre nämlich das Portal in der Nähe. Wir könnten nämlich dann hochporten zu unserer Base
und noch immer zu der anderen Insel aufrennen. Oder wir gehen gleich nach oben. Es wird sich von der Weg her nicht viel nehmen. Ich weiß nur, damit nämlich die Quest Ares Labor nur mehr hat, Open the Shrine Doors. Also da kann man rein. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, ehrlich gesagt. Oh, warte mal. Nö, nein, weiß ich nicht mehr. Und wenn man drüber fährt, sieht man nichts bei denen, gell? Na, ein Scheiß. Das ist künstliche Erschwernis. Na gut, Norden oder Süden? Was heißt denn gern? Überleg gerade. Wenn wir jetzt da nördlich aufschauen, ist ja noch das eine Portal, was wir finden müssen. Nö. Oder haben wir da leicht schon alle? Ja. Auch. Weil wir haben ein nördliches, ein südliches und Westen, Osten gibt es nicht. Weil es gibt, dann hat ja nur drei Vorbaute gegeben. Das erste war das von der Arrival-Insel und die anderen zwei waren gebaut, aber nicht aktiviert. Und die haben aktiviert. Ein drittes, was noch, ein viertes ist nicht da, außer das spawnt erst. Aber Mauern werden keine da dafür. Ich glaube nicht, dass noch eins kommt. Na, dann. Wir können uns auch aufteilen. Das zählt ja für jeden alles. Einer rennt oben, einer rennt auf. Das sind wir schneller. Aber dann eine Kiste aufmachen kannst du halt dann nur einer auf jeder Seite nicht mehr, ne? Na, gehen wir mal zu den Roten in die Wüste. Ja. Machen wir das. Im Prinzip schaut das alles sehr lang aus, aber so groß ist die, in Wirklichkeit ist die Map nicht so groß, wie es da ausschaut. Man ist recht schnell, wirklich. Von einer Ecke in der anderen bist du ziemlich schnell. Aber da gehen wir Westen. Ich glaube nämlich, dass in der Wüste nur ein Schrein ist. Dann gehen wir am Wüstenrand entlang, weil dann sehen wir, ob da irgendwo ein Fragezeichen aufploppt oben auf der Karte. Jo. Weil das ist so große Fläche noch frei, wo nichts ist und das ist doch das High-Level-Gebiet. Ich kann es zwar nicht sicher sagen, aber irgendwie habe ich das so ein Gefühl, wie wenn da noch was ploppt. Ich hab da noch ein Fragezeichen auf 200 Meter. Geradeaus? Richtung Westen. Also Schrein. Da kommt der Golem. Oh, der wird jetzt sehr witzig. Das ist ein normaler Lehmgolem. Ein Kreuzstich hinten war One-Hit, glaube ich. Das Geile ist, dass er noch Damage kriegt, obwohl er schon tot ist. Ja. Mhm. So, warst du da oben schon? Nein. Auf der Plattform da oben? Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich da schon war. Also bei mir ist die Kiste zu. Nein, warte, deine ist offen. Na dann flieg auf, geschwind. Ich schau ein bisschen gleich südlich weiter. Aber ich glaube... Da ist noch super Golem. Menno, da ist ein Night Seal. Das Night Seal ist fies, das ist ein Außenposten, das geht erst in der Nacht auf. Das ist ein Nachtsiegel. Aber ja. Es war gerade Nacht, das ist gerade vorbei, das dauert jetzt ewig. Da wo ich jetzt bin, ist eine Kiste. Und ich denke, da wird nicht mehr viel kommen jetzt südlich. Also nicht mehr das, was wir erhofft hätten. Kämpfst du gerade gegen Golem? Nein, ich bin schon fertig. Achso, weil ich habe das nämlich ignoriert, wie du gesagt hast. Das muss jetzt wieder umdrehen, ich bin schon am Weg. Wollte ich nicht.
gibt's ja nichts, was sind die letzten Schreine? Und ist der rote der richtige? Ich hab noch geschwind mit dem fliegenden Gordon da und mit den drei Dimmer-Typen spielen müssen. Ja, das Ares Shrine, ja. Was, die könnten sich wenigstens auf der Map abhaken, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt tausendmal dann suchen, wer wo ist. Das müsste man sich irgendwo jetzt merken. Ehrlich? Eigentlich kann man sagen, sind die rechts unten auf der Map fertig. Der eine im Berg, rechts unten und der ganz unten. Und der eine im Wald oben. Aber die ändern nämlich nicht die Farbe leider. Bleiben so. Kommst du nur her? Ja, kämpfen und gar gegen einen Golem. Wie schaut's denn mit deinem Inventar aus? Bist du schon voll oder? Schau her, da sind so lila Herzdinger. Irgendwo habe ich welche gesehen, aber warte, komm schon. Die Stana oder was? Hat ja. Die Kristalle? Ja. Ah, mitnehmen. Ja. Komme! Ja? Passt. Alles okay. Oh. Soll ich zu den Schrein auch noch reinschauen wegen den paar Goldmünzen oder? Es ist nur 150 Meter und es liegt ziemlich auf dem Weg zum Portal, ja. Würde ich schon. Weil das Portal ist eh ungefähr schräg dahinter. Normal hätte ich gesagt, ist wahrscheinlich egal, aber wenn wir eh vorbeilaufen dran, ne? Uns fehlen nämlich nur ein paar tausend Münzen, also. Ja, und was ist das für ein Fragezeichen, was da noch östlich da noch ist? Das ist das da bei den Knochen? Irgendwas. Ja. Nieder. Okay, hat er gemacht. Ja, das ist ja ein paar Schrein, aber den haben wir schon aktiviert, glaube ich. Achso, ja, weil bei mir ist der noch ein Fragezeichen. Na, der ist aktiviert. Na, tut dann ab in den Teleporter. Ausräumen, weitersuchen, ne? Oder? Ja. Hallo.
Löchern. Genau bei der Tür gewartet. Nein! Achso. Meine Münzen auch wieder ablegen da oben. Um. 6000 Münzen sind da oben drin. Ja. Was tut ja. Ich glaube wirklich nicht, dass wir viel mehr Kisten nur brauchen, gell? Irgendwie haben wir eh alles in die paar Kisten drin. Ja, auf dem Farmen kann man natürlich unendlich viel nur, aber ich glaube nicht, dass wir das müssen. Ist so dämlich, weil nicht weiß, was ich mit dieser komischen Hardwood, das werden sicher ändern wollt. Ich wette mit dir, dass im nächsten Update einfach kommt, dass Öfen nehmen jetzt statt nur Softwood auch Hardwood und Dunkelwood, weil das ist eigentlich ja blöd. Normalerweise müsste das höherwertigere ja sogar länger brennen. Aber dass man es gar nicht verbrennen kann, das finde ich nicht. Gleich für meinen Ambrosianer hier. Ich habe wieder 14 Stahlbahnen gecraftet, ja. Was dafür heißt, wie irgendein Teil kannst du sicher schon wieder herstellen, weil wir haben 85 von den anderen. Ich habe da über 5 und die schon gemacht. Du hast da schon mehr Rezepte, du müsstest eigentlich jetzt ein paar mehr haben, gell? Beim Armor unten, ja. Die Centurio-Dinger sind dazu gekommen, aber da steht immer dabei Heavy Armor. Okay, gut. Ich steppert ja aber ordentlich. Eieiei. Da steht gar nicht dabei, dass das irgendwie. Nein, nur die Brust. So. Nur die Brust von dem Centurio Curia Curiras hat ein minus 5 Ausdauer pro Sekunde. Beim Regen. Alle anderen beiden Teile, die so stark sind, als wären die. Kannst du das Ambrosia machen und haben keinen Nachteil. 1200 Armor, den muss ich mal craften irgendwann. Ich brauche eher Eisenbarren mehr. Einer fehlt, gell? Ich craft, ich tue mich jetzt auch nicht umziehen. Ich werde jetzt auch nicht aber umcraften irgendwas, weil. Bei mir da, weil ich glaube, ich bin derzeit so stark. Ich habe mir das beste Gear craftet, die neuen Rezepte sind zwar noch ein bisschen besser, aber ich glaube, da verschieße ich jetzt völlig unnötig irgendwelche Ressourcen. Ich warte mal, ob überhaupt eine Herausforderung kommt, die mehr braucht. Ich habe jetzt übrigens schon Eisen wieder im Inventar, ich warte nochmal, bis das fertig ist und dann schmeiße ich da das rein. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen, der Part ist zu Ende, war cool, Erkundungstour südliche Insel. Wir werden jetzt zwei Schreine haben. Wir werden jetzt Mitte oben Insel weitermachen. Im nächsten Part, wir machen richten uns her. Dann geht der nächste Part los. Dranbleiben. Abo, Like, Comment. Gern gesehen. Kostet euch nichts. Auf YouTube ist das Abo zumindest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Oh.